So, was hast du gemeint, soll ich jetzt machen? Werkzeuge. Genau, einmal den Hammer. Warte mal, ich da Schaufel. Oder Schaufel erstmal, genau. Da ist Schaufel und dann einmal den Klauenhammer, gell? Genau. Einer reicht. Ja, und für mich ein bisschen Alter, ich kann das geschmiedetes. Schießpulver ja auch einfach in der Werkbank herstellen, ich Idiot, Alter. Lol. Dann stellen wir da erstmal 92 Schießpulver her. Tun wir noch ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle, die können wir im schlimmsten Notfall verharzen. So, jetzt bin ich kurz AFK, aber ich muss pissen, Alter. Und das ist extrem dringend schon seit, keine Ahnung, mehr. Sollen wir jetzt dann noch eine Reihe nach unten oder? Das wäre jetzt der normale Boden hier. Ne, da gehe ich schon eins noch runter. Ja, die passt schon. Alles gut, aber die Hitze, die ist übel. Also, entweder müssen wir uns noch irgendwie andere Kleidung gucken, nach, also umsehen. Das ist ja mega heftig. Aber eine Reihe nach unten gehe ich noch. Gehen wir einfach mal in die andere Richtung. Sitzen Uhr, ja, da schaffe ich noch eine Reihe. Ich weiß nicht, wann ich da wieder heim kommen soll. Wahrscheinlich spätestens 8 Uhr, weil ich glaube, der Weg dauert schon gleich mal eine Stunde. Ah ja, das mit deinem Hitzeproblem. Es gibt, glaube ich, einen Tee. Ich müsste kurz nachschauen, aber ich glaube, es gibt einen Tee, der dich kühlt. Okay. Essen. Da, 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 da. Wenn Gut, er nicht Lagerfeuer. aufwendig wäre. Erstmal ausschalten da. Da. Ah, ich kann ja hier noch das abtragen und da noch Holz Kühlende und machen. rehydrierender Effekt. Roter Tee ist das. Roter Tee, alles klar. So, ja, dann, wobei, dann muss ich dir die Schaufel ja gar nicht mehr mitbringen, wenn du da nicht kommst. Ja, extra nochmal laufen ist auch Käse für dich, ja. Kleines Rohr. Da haben wir noch ein bisschen geschmiedetes Eisen. Kannst du noch, wow, ein Glas gucken. So, dein Clownhammer ist auch schon fertig. Sehr gut. Leg dir das alles. Boah, was soll ich denn das alles hin? Ich leg's einfach in die Werkzeugkiste. Alles klar. So, dass du es gleich siehst. Springt da dann nicht gleich in Sorge. So, dann habe ich da noch einen Knüppel. Den nehmen wir halt einfach so als Sekundär. Dann gehe ich kurz noch. Boah, die passt schon auf unsere Hütte auf. Auf jeden. Boah, Alter, jetzt hab ich kurz einen Speedboost bekommen, Alter. Hab ich erstmal geklappt, ich laufe erstmal wieder in die Spikes rein. Alter, wie viel allein wir da an Vorkommen haben, was ich alles abbauen kann. Was hier in der Nähe oder was? Ja. Praktisch direkt vor unserer Haustür. So. Na, passt doch. Habe ich jetzt eine Schaufel mit? Nein, okay. Eieieiei. Und Lehm müssen wir unbedingt mitnehmen. So viel. Lehm. Ach so, für Lehmklumpen. Zement. Ja. Auf der einen Seite ja, für Zement, auf der anderen Seite einfach nur, weil wir es halt brauchen. Aber hier bekomme ich natürlich auch bloß Sand und Erde raus. Ja, Sand ist auch geil. Dann muss ich dir Okay. wenigstens nicht mehr Steine machen. Ja, wir haben so viele Leichen vor unserer Haustür liegen, ohne Scheiß. Ja, weil einfach keiner mehr aufräumt. Echt Ja, warum schlimm. auch? Tag 24, ja, da haben wir So. noch ein paar Tage für die nächste Horde. So, der Zement braucht noch ein bisschen. So, wie viele Zementmischungen kann ich jetzt machen? Alter, gar nicht.
Rezept der Bindermischungen. 611. Braucht nur eine halbe Stunde. Alter. Ja, schon heftig. Wie viel Lehm haben wir da drin noch? 2000. Wir haben 5. Alter, wir haben 5000 Eisen in der Schmiede. Alter. What the fuck, man? Da, ja, okay, da musst du wahrscheinlich oder müssen wir noch ein paar Stahlgerüste machen, ha? Ja, kann ich auch gleich einen Auftrag geben. Da kannst du eigentlich gleich mal noch 100 machen. 100? Jupp. Wie viel kann ich machen? Also, wenn es geht, 100. Ja, 100 kriege ich. Ich kann ja auch 110 machen. Aber kannst für mehr reicht das Eisen nicht. Nee, dann mach bloß 100 einmal. Dann haben wir ein bisschen Eisen noch übrig. Was? Dauern 5 Minuten. Sehr gut. Bevor ist noch mein Zement fertig. Das brauche ich mit zum Trader. Ich laufe eh zum Trader. Das heißt, ich kann die ganze Scheiße für den Trader mitnehmen. So, das heißt, das Bier kommt mit. Das kommt mit, das kommt mit zum Trader. Was haben wir noch gesagt, wenn wir beim Trader verhökern? Da ist nochmal Bier, das nehmen wir auch gleich mit. Das ist doch noch Wasserkrüge. Allein da liegen 98 9mm Kugeln da drin. Haben wir noch in der Handwerksware oder Kiste mäßig noch Holz? Da brauche ich eigentlich auch wieder 600, 700. Puh, ich nehme dann die Motorsäge mit und oh ja. Ein bisschen Holz. Kann man von unserer Putze noch wegmachen. Ganze Holzzeugs. Für den Boden brauche ich glaube ich auch schon ein bisschen Holz wieder. Aber ich glaube 600 komme ich glaube ich schon mal wie weiter. Die schlimmsten Frage, die können wir immer wieder aufwerten. Die Kettensäge. Holzplanken da auf dem Boden. Wenn wir jetzt nicht auf die Schnolle genügend Holz hätten, um schön komplett verstärktes Holz zu bauen oder Holz aufzuwerten. Kann so. Man immer wieder aufwerten. Dann laufen wir mal gerade zum Trader. So, wo ist denn da jetzt nochmal? Da. Das heißt, hat der noch offen bis 22 Uhr oder so? Ah, das ist schon. Ich sprint halt einmal. Jo, guck mal. Ich glaube, der hat bis 22 Uhr offen. Schlimmsten vor allem müsste ich mich halt in meiner Nacht verteidigen. Ist ja nicht so, dass der Trader einfach vor uns, vor unserer Nase die Tür zumacht. Also ja. Das kann nicht sein. Das ist so geil. Wer macht denn sowas? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah ja, wenn du dann auch nach Hause kommst und noch ein bisschen hell ist, dann kannst du mir die ganzen Glasflaschen wieder auffüllen gehen. Ah ja, okay. Weil da haben wir glaube ich so 20 oder so in der Kiste dann liegen. Oh ja, trinken. Wenn du rote Blumen siehst, die mitnehmen, weil dafür können wir halt diesen roten Tee machen. Alright. Also die Snowberries kannst du liegen lassen, aber die irgendwas mit CH anfangen. Mit roter Blüte, die musst du mitnehmen. Ja, alles klar. Weil da können wir nämlich aus einer Glasflasche und einem so einer Pflanze Tee machen, einen roten Tee machen. Ja, der kühlt halt, glaube ich, keine Ahnung, ein paar Grad runter. Den müsste ja. Ich dann halt auch anbauen. Ich muss halt hier leider ohne Rüstung hier arbeiten. Also ich glaube ohne Brustpanzer. Und ja, ich müsste mal schauen, die Eisenrüstung wäre halt dann noch besser als die Alteisen, die wir jetzt haben, glaube ich zumindest. Okay. Müssen wir testen. Also wir haben ja genug Eisen von daher. Ja, eben ja. Noch genug Eisen vor, also genug Eisen im Vorgarten. Bräuchten wir halt nur abbauen. Wie die Steine oder was? Ja, ja, das, wir haben, glaube ich, locker so 5 Steine, also so kleine vor der Brust. Stimmt, genau, ja. Alright, komm, ich bin fast da. Lauf da gar hin, Alter. Ich sehe den Scheißdreck ja schon, Alter. Der Justin schreibt, jetzt wird's witzig. Oh Gott.
Hi, sorry, das ist, dass ich nicht da war die Zeit. Mein Internet war komplett im Arsch. Ja, das kennt doch Ja, hier das auch kenne ich, jemand. ja. Hm. Kommst du zufällig aus Österreich, dann fühle ich mit dir. Ah, oh, Mann. Ja, wenn Internet nicht geht, das ist echt schlimm. Das ist richtig behindert. Du kannst einfach nichts dagegen machen, außer anrufen und die dir halt dann sagen, so, ja, wir arbeiten an dem Problem. Das Problem ist uns bekannt, etc. Vor allem das Schlimme ist, ohne Internet. Okay. Mein Gott, da schaust du ein bisschen YouTube. Oh, geht er nicht. Ja, okay, dann googelst halt ein bisschen was. Oh, funktioniert er nicht. Ah, dann zocken wir halt ein bisschen was. Machst Steam auf? Er will was updaten. Geht nicht. Im schlimmsten Fall spielst du halt Minecraft. Ja, entweder Minecraft oder man muss mit einem Solitär anfangen. Spider-Solitär oder so. Gott, ja, damit habe ich auch schon angefangen, früh genug. Ah, das war. Oder Pinball war das auch. Das war auch cool. Pinball. Alter. Ja, aber da kannst du machen nix. Soll ich ein paar Armbrustbolzen kaufen? Müssen wir die groß kaufen? Oder Plate Traps? Was ist denn das? Eine Playtraps? Trap. Plate Trap. Ach, Also Plate! eine Messer Trap, die sich dreht. Aber die kann ich eh auch selber herstellen, gleich bald. Ja, dann brauchst du es eigentlich auch nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Flintenmunition könnte ich kaufen. Ja, wenn wir genügend haben, du bist mehr der Trader hier. Ich kenne mich da jetzt da weniger aus, wie viel wir auf dem Konto haben und auf was wir eigentlich groß sparen, das ist noch die andere Sache. Ich kaufe 50 Schießpulver. Genau, da kannst du es weiter Zack. verarbeiten. Kugeln hätte auch noch Eisenpfeile. Ein Jagdmesser hätte auch. Jagdmesser. Aber Tschetschenen. Jagdmeister ist doch cool, oder? Ja, das kann ich aber, glaube ich, auch bald selber erstellen. Oder kann ich, glaube ich, schon. Könnte ich aber. Ja, kann ich sogar. Wenn du eins haben willst, kostet nur 8 geschmiedetes Eisen und 4 Holz. Bekommt man wahrscheinlich dann schön mehr Beute raus wie beim normalen Knochenmesser. Kann sein, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wäre nicht schlecht, oder? Gerade für irgendwelche Tiere, wenn man Hirschen oder so sieht. Kann ich machen, Ach, Dead Adam habe ich immer noch nicht angehört, das Lied. Dammit. Wie mache ich denn das? Im Moment, ich gehe da, noch. sag mir bitte, wenn es 21:30 Uhr ist. Kann ich machen, ja. Also wenn ich jetzt in der Butze bin, wenn es dann eh nachts ist, dann kann ich immer den Song anschmeißen. Achso, ich könnte mal die Helligkeit wieder zurückstellen. Habe die auf 200%. Also mit der Zeit Sollte. gewöhnt man sich halt einfach an die 200%, aber. Eigentlich ja nicht der Sinn der Sache hier. Ja, sagt ja, was du am Anfang gemeint hast, das passt eigentlich eh gut zum Feeling. Der war was? Der was gesagt hat, das passt eigentlich eh gut zum Feeling. Ach so, okay. Jo. 9 Sekunden noch. Dann schauen wir jetzt mal kurz. So, ich will jetzt nämlich warten und schauen, was passiert, wenn der Typ zumacht und ich noch drin stehe. Ob er mich einfach rausportet. Was ich eher glaube. Wobei. Soll ich dann. Ah, egal, ich laufe kurz nach Hause, mein Gott. Habe ich halt den Zementmischung nicht wirklich fertig kriegt, aber muss ich halt nochmal herlaufen, mein Gott. Dann muss ich kurz. Okay, 21:30 Uhr macht dazu. Also 21:30 Uhr circa Alles klar. macht dazu. Weil ich bin gerade rausgegangen, in dem Augenblick hat er zugemacht. Ich kann jetzt das immer noch mal. Schießpulver sollte übrigens auch noch in der Workbench sein. Du kannst dich jetzt über Nacht austoben.
Genau, Hast Schießpistole. du die Glasflaschen aufgefüllt? Nope, habe ich jetzt. Ah, oh, das könnte ich noch kurz machen. Mach Moment. das mal bitte. Bevor die Nacht kommt. Genau. 20 Holz, der Schwede. Trinken wir das auch noch? Nicht zerlegen, ah, dumm. Naja, egal. Dann laufen wir kurz zum Wasser noch. Go, go, Ich bin Power Ranger. übrigens schon über 110 Wohlbefinden. Ah, okay. Habe jetzt 112. Lol, da hast du, ach so, du hast einfach mal eine Höhle gebaut, ha? Jo. Problem abgebaut. Alles klar. Und der MMO-Empire spielt wieder Payday. Er hat irgendwie zurzeit voll das Payday-Feeling. Ach, wenn Spaß macht im Moment, dann passt's ja. Ja, der geiert gerade aufs nächste Berüchtigkeitslevel. Okay. Ja, da warst du noch nicht. Du Lauch. Alter! Okay. So. Ich kann nicht laufen. Schlag ihn! Schlag ihn zu Brei! Scheiß Zombie! Benutzen! Alter, lauf! Die Zombies sind hart wie Stahl und verdammt schnell! Okay, Schrotflinte raus, hätte ich gesagt. Will ich gleich ein paar Zombies mitbringen, nicht wundern. Alright. Und das Geile ist, hast du irgendwie ein Licht angemacht oder so bei unserer Putze? Licht angemacht, eigentlich nicht. Okay, haben wir nicht vor der Haustür so eine Lampe? Wir haben ein paar Kerzen. Ja, ich meine, vor der Haustür haben wir so eine Lampe, die hin und wieder mal leuchtet, hin und wieder mal nicht. Also vom Haus aus schon selber, die haben wir nicht geplaced. Ach so, das kann sein. Ja, aber die habe ich die ganze Zeit extrem leuchtend gesehen. Machen wir noch ein bisschen Lärm, oder? Oh yeah. Ist die auch bei dir so laut? Die Zombies? Nein, die Kettensäge. Oh, im Moment nicht. Jetzt ist sie leer. Tü-tü. Hörst du die gar nicht? Ich glaube, im Moment muss ich laufen. Oh Gott. Aber ich höre die, glaube ich, schon ein bisschen. Boah. Bei der Mainstream muss das gerade laut sein, bist behindert. Ja, das ist auch. Kettensäge ist einfach übelst laut. Alter, mir fliegen jedes Mal aber die Ohren weg. Ah, Gehörsturz. Ich licht mal seinen Urwald da, Alter.